Hallo, herzlich willkommen auf dem QM-Portal der Hochschule Ravensburg-Weingarten. In diesem Video zeige ich Ihnen einige grundlegende Funktionen des Portals. Davor zeige ich Ihnen, wie Sie überhaupt auf das Portal gelangen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist über die Hochschulwebsite. Wählen Sie im Bereich Login die Option QM-Portal aus. Sie können auch über das Campus Management System LSF auf das Portal zugreifen. Hier angemeldete Benutzer können über den Link QM-Portal zum Portal springen. Die schnellste Möglichkeit ist, den Link direkt in den Browser einzugeben oder diesen im Browser zu speichern. Alle Funktionen des Portals nutzen zu können, ist eine Anmeldung notwendig. Über die obere Leiste können Sie sich anmelden. Bitte verwenden Sie Ihre Zugangsdaten der Hochschule. Die Startseite ist in drei Bereiche eingeteilt. Rechts finden Sie die Nachrichtenleiste. Hier werden alle Neuigkeiten rund um das Portal angezeigt. Auf der linken Seite befindet sich der Strukturbaum. Im späteren Verlauf wird hier die Struktur der Prozesslandschaft und der Dokumente angezeigt. Der mittlere Abschnitt zeigt die Hauptbereiche des Portals an. Der erste Bereich ist die Organisationsstruktur der Hochschule. Das hinterlegte Organigramm beschreibt den Aufbau. Dabei besteht die Möglichkeit, tiefer in Strukturen einzudringen und Beschreibungen zu einzelnen Einheiten zu hinterlegen. Kernstück des Portals sind die hinterlegten Prozessbeschreibungen. Über den Bereich Prozesse gelangen Sie auf die Übersichtsseite. Hier können Sie den gewünschten Bereich auswählen. Eine grafische Darstellung zeigt den Ablauf der Prozesse an. Darüber hinaus können Sie hier einzelne Schritte im Detail beschreiben und auch Dokumente hinterlegen. Neben der grafischen Darstellung ist auch eine textuelle Darstellung sowie ein Prozesshandbuchgenerator vorhanden. Ausführbare Prozesse sind mit einem grünen Knopf hinterlegt. Über den Bereich Dokumente wird das Dokumentenmanagementsystem aufgerufen. Hier können Sie ganz klassisch die Dokumente aus einem Dokumentenbaum auswählen. Sie können das gewünschte Dokument auch über die Suche finden. Das war ein kleiner Einblick in das QM-Portal der Hochschule. Bei Rückfragen steht Ihnen das QM-Team gerne zur Verfügung. Vielen Dank!